haben wir da. Sieht nach schwarzer Magie aus. Pech und Schwefel, ich bin Pandora Paddelwein, Magistra der Schwarzen Hand. Ich hoffe, ihr habt einen guten Grund, mich bei der Arbeit zu stören. Ah, Telefon. Weiter geht's. Was ist die Schwarze Hand? Die Welt ist geprägt von Chaos und Verfall. Nur die Stärksten werden überleben. Wir vom Orden der Schwarzen Hand werden dazugehören. Die Kreaturen der Finsternis sind nicht die wirkliche Gefahr. Der wahre Feind ist die böse Seite, die in den Herzen jeder Kreatur lauert. Daher sind unsere Zauber darauf ausgerichtet, maximale Wirkung zu erzielen, wenn sich Kampf Frau gegen Frau gegenübersteht. Nee, ciao. Ich will keine schwarze Magie. Was bringt mir bitte schwarze Magie gegen schwarzmagische Geschöpfe? Also, da oben sind die Unterkünfte der Studiosi. Da dürft ihr nicht hoch. Oh, tut mir leid. Ah, ich muss hier durch die Tür. Also, wer mit seinem Geld nicht weiß wohin, kann er ruhig lernen, aber ich mach's nicht. Ich wünsche einen schönen Tag, ihr jungen Leute. Ich bin der Talia Nuttlebeck, Magistra des Grünen Daumens. Wie kann ich euch helfen? Was ist der Grüne Daumen? Der Grüne Daumen ist ein Orden von Magiern, die sich verpflichtet haben, die Kraft der Natur zum Wohle der Menschheit zu nutzen. Die Natur gebiert das Leben und formt es. Wir borgen uns einen Teil ihrer unerschöpflichen Kraft und verwenden sie für unsere Zauber. Auf diese Weise können wir eine heilende Wirkung erzielen, von der die Schulmedizin nur träumen kann. Was wisst ihr über Königsberg? Königsberg ist eine gesegnete Stadt. Das Klima ist gesund und fördert ein heiteres Gemüt. Die Menschen hier werden sehr alt, dabei selten krank. Aber sollte noch einmal jemand erkranken, dann wird es uns vom Grünen Daumen und natürlich die Medici der Universität, um den Fall zu behandeln. Wir wollen lernen. Ihr wollt im Orden der Heiler beitreten? Das ist ein lobenswertes Ziel, meine Kinder. So, Genesung und Allheilung. Ich wünsche euch ein langes Leben und Frieden. Oh, Libra kann jetzt ordentlich mehr. Genesung halt 480 LP und Allheilung halt 320 LP bei der ganzen Gruppe. Natürlich der Sternschauer und das Stoßgebet, wie Dankwart. Die braucht halt nur ein bisschen mehr MP. Aber mit schwarzer Magie weiß ich momentan echt nicht anzufangen. So, jetzt gehe ich Ausrüstung kaufen. Also auf zum Hafen. Boah, aus dem Weg, Kätzchen. Ah, Kumpel, wie geht's? Bin gerade dem Geheimnis der bärtigen Jungfrau auf der Spur. Okay, das kennen wir schon. Das wäre der Bekloppte. Red nochmal mit dem Typen. Mach bloß keinen Ärger hier. In Königsberg herrschen Recht und Ordnung. Okay. Hallo Grandy, schön euch zu sehen. Such eine vernünftige Klinge. Okay, Drachenspalter brauche ich auf jeden Fall nicht. Mit dem Drachenschild kann ich auch nichts anfangen. Aber ich brauche zwei Schuppenhemden. Dann natürlich einen Drachenpanzer. Und sieh an, ich habe keine Kohle mehr. Malto kriegt erstmal den Eisenhelm. Okay. Streitachs kann ich verkaufen. Mithrilkettenhemd. Der Feldharnisch. Vielleicht kriege ich noch das Geld zusammen.
Krafthandschuhe brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Wurfanker kann ich mich nicht entsinnen, wofür ich den gebrauchen konnte. Die Seile brauche ich nicht mehr. Okay, das Knochenknackmagazin war, glaube ich, eine Fehlinvestition. Ich verkaufe jetzt einfach alles, was ich nicht brauche. Kompass brauche ich auch nicht mehr. Taucheranzug brauche ich nicht mehr. Angel, T-Service 0. Göttergeschenk brauche ich. Runtermacher, Flöcke, Hammer, Schminke. Das sind jetzt Kleider. Wetterrüstung. Kulte Schriften behalte ich noch. Eine Einladung 500. Okay, die brauche ich echt nicht mehr. Nee, die Steckbriefe, die behalte ich auch. Ah, mir fehlen noch 2000. Alto Libra. Gleich habe ich es. Leichter Helm. Verdammt. Ich glaube, ich verkaufe die ganzen Riechsalze. So viele brauche ich nicht. Spitzhacke, Dietriche, Brecheisen. Was kann ich noch loswerden? Ich glaube, die an. Ah, wer weiß. Okay, aber den Kerkerschlüssel brauche ich nicht. Brauche echt noch 500 Taler. Okay, jetzt kann ich mir wieder einen Helm leisten. Zeig's ihnen, Maestro. Ja. So. Jetzt verkaufe ich ihm noch den Helm.